Ja, grüß euch. Völlig überraschend sind wir gern bei Jagd und Bläser für die Großramingen nominiert worden. Da teilst du auch bei der Cold Water Challenge. Wir nehmen natürlich die Herausforderung an, ganz klar. Und befinden uns da im Park vom Schloss Lamberg, also alte Jägerdynastie, und werden da unseren Beitrag leisten. Und liebe Großraminger, lieber Risse, lieber Obmann, das Bier und die Jausen kriegt ihr natürlich nicht. Gell? Ihr werdet es dann sehen, wir werden anderwertig auch noch Jagdhörn blasen. Da dürft ihr mal gespannt sein. Jetzt habt ihr gesehen, dass man Jagd am Blasen auch mit anderen Geräten machen kann. Jetzt kommt es zu den Nominierungen. Wen nominieren wir als nächstes für die Cold Water Challenge? Haben Sie denkt natürlich Jagd am Bläsergruppen. Als erste Gruppe Jagd am Bläsergruppe Altenberg im Müllviertel. Die haben nämlich beim letzten Jagd am Bläserwettbewerb in Thailand von 70 Gruppen den dritten Platz gemacht. Ich glaube, die haben sogar das drauf. Als zweite Gruppe würde man nominieren die Jagdhörnbläsergruppe, Parfursangruppe Weyer-Gablenz. Die haben nämlich auch den fünften Platz von 24 erreicht beim letzten Bewerb. Und als dritte Gruppe die Jagdhörnbläser Reich-Raming. Und klar, innerhalb von 72 Stunden müssen die was auf die Bier stellen für die Cold Water Challenge. Ansonsten müssen uns zwei Kisten Bier und ein Jausen zahlen. Aber ich denke, die haben das drauf.